Jamal, er will auch gerne so genannt werden. Was sagst du dazu erstmal für deinen Namen? Ja, heute war wirklich lustig. Derjenige hat ja zwei Flasche gehabt, wollte rausgehen. So, jetzt erzähl ich mal die Geschichte. Komm, du, der Flüchtling. Sagst du, Bruder, hier, Flasche. Sicher, hä? Der hat so Schmörder, ne? Auf einmal drückt er mir so Grey Goose in die Hand. Ich halte das für mein Baby. Dann hält er, Bila, hier habe ich einen getroffen. Der wohnt halt leider auf der Straße. Ja. Aber Sie sind Holländer, oder? Ich bin Holländer. Man merkt das von Akzent. Sagen Sie Pratv. Das ist mein Channel, Pratv. Pratv? Pratv. Okay. Endemol TV, kennen Sie bestimmt als Holländer? Ja, ja. Ja. Und ich habe einen Channel, Pratv. Wie gesagt, der junge Herr hat mir auch zu geständig oder bestätigt, Jung. Hol keine Hose, die so teuer ist. Hol eine Hose von Kick, oder damit die Leute auch sehen. Weil ja. Ich laber keinen Scheiß, das ist echt Diesel. Und das ist echt kaputt gegangen. Das ist eine Frechheit, was hier passiert. Man bezahlt so viel Geld nur für die Marke, nur für Werbung. Nur für Werbung. Genau das hier. Oh, das kostet das Geld. Wenn das ist Scheiße. Genau das. Wann fühlt das an? Ganz normale Jeans. Ja, mal hier, fühl dich an. Moment. Ja, sogar stabiler. Vom Material sogar stabiler. Ganz ehrlich, meine Damen und Herren, ich lüge jetzt. Diese kostet 11 Euro und diese kostet 150 Euro. Das ist so, und jetzt, genau, jetzt sehen wir das. Okay, ich will jetzt nicht einen auf Exhibitionist machen. Nein, genau. Okay. Aber ich habe halt getanzt gerade. Ich bin Tänzer. Jeder, der mich kennt, der weiß Bescheid. Sehen Sie das. Und das darf einfach nicht passieren. Nein. Hier. Der junge Herr, der leider auf der Straße wohnt, der hat eine stabile Hose und der hat eben so gemacht. Der kann alles machen, da passiert nichts. Also das ist echt eine Frechheit. Also ja. speziell an Diesel, also da muss was geändert werden. Die Marke ist nicht alles, wie man sieht. Die Marke ist nicht alles, meine Damen und Herren. Oder? Nein, das ist Scheiß. Absoluter Scheiß. Das ist Kron, einfach Scheiß. Absoluter Scheiß. So, meine Damen und Herren, wie gesagt, viele gehen vorbei, wenn sie so... Entschuldigung, aber wenn Sie so einen Obdachlosen sehen, viele gehen vorbei. Ja. Denken, oh, dreckig, Flöhe, dies, das. Das ist genau so ein Mensch wie ihr auch. Versteht ihr das? So, und ich appelliere ganz ehrlich, auch mit meinem Namen, alle, die jetzt vorbeigehen und einen auf den machen, das ist halt so, ihr seid keine Menschen. Ihr seid irgendwelche Wesen, aber keine Menschen. Von daher... Genau, das hat mich gerade so im Herzen berührt. Ich habe mich mit dem Herrn unterhalten. So das wederseits Respekt, das ist verloren gegangen. Absolut verloren gegangen durch die ganzen Wirtschaft hier. Ja, im Fernsehen wird gezeigt, guck mal, du bist erst cool, wenn du einen Lamborghini hast und. Genau. Absolut. So, du sagst genau das Richtige. Moment. Das ist mein letztes Geld, was ich jetzt in der Tasche habe eigentlich. So, der Herr, wie heißen Sie nochmal? Egbert? Ich bin der Vitali. Ja. Freut mich. Was Sie mir gerade gezeigt haben, er hat mir gerade gesagt, ich erzähle das mal den Leuten. Ja, ja. Dass Sie aufgewacht sind und jemand hat ein Hähnchen, ein halbes Hähnchen neben ihn gelegt und der hat sich sehr, sehr gefreut, oder? Absolut. So, dann hat der Egbert gesagt, jetzt habe ich wenigstens den ganzen Tag was zu essen, wo ich knabbern kann. Das hat mich gerade so berührt, ich bin nicht so cool und so. Aber das, einfach nur menschlich, seid doch mal menschlich, versteht ihr das? Guck mal, das ist mein letztes Geld, ich gebe dir das. Hey. Aber bitte, hol keinen Alkohol oder so, hol dir das Essen. Weißt du, wieso ich dir das gegeben habe? Ich habe schon klar so hin und wieder mal Leuten gegeben und dann habe ich gesehen, die haben einfach so Bier geholt. Aber bei dir, du hast mich gerade echt imponiert mit dem Hähnchen. Oh, jetzt habe ich erst mal den ganzen Tag was zu essen.
Hey, verstehst du? Ich hab gerade überlegt, ich brauche neue Unterhose, ich hab keine Socken krass mehr. Krass. Zeig mal. Ich hab keine Unterhose mehr an, ich hab keine Socken mehr. Krass. Dus dann gehe ich gleich zum Teddy und dann kaufe ich mir Unterhose und so. Sehr geil. Okay, aber wenn ich dir jetzt meine Socken gebe, ist das schlimm? Nee, das hilft mir. Boah. Ich geb dir so. Das ich hab so viele Socken. Du hast auch keine rare. Normal, ich komme aus Kasachstan, hallo? Ey, so. Hey, das ist doch egal, wo du herkommst. Nein, eben nicht. So, ich schenke ihm jetzt. Hey, nee, den Eck, um was für ein Mensch du bist. Und dann ist mir egal, ob du aus Kasachstan, Türkei oder weiß ich wo auf die Welt herkommst. Ja, okay. Da hast du recht. Mensch ist ein Mensch. Richtig, genau. Egal. Da gibt es natürlich Meter von den Arschlochen. Dann hast du recht. Überall. Aber du bist auch ein korrekt, netter, du kommst dann bei mir. Genau, ich hab dich nur eigentlich gefragt wegen der Hose, was du davon findest und so. Du kommst dann bei mir sitzen und das ist mir so viel wert. Ja. Eben so eben reden. Gerne. Ich hab dir gerne wenigstens was Gutes getan, sag ich mal, für den Tag. Absolut. Vielleicht wird dein Tag jetzt ein bisschen anders verlaufen. Der Anfang ist da und das ist das Wichtigste. Gutes. Genau. Ich danke dir vom Herzen, sag nochmal. Ja, ich dir, ich danke Leuten dir absolut. Komm. Alles gut. So, ich mach jetzt hier aus. Nur, dass du hier im Sitz, das ist auch was. Allein schon das, was er sagt. Vielen Dank, also Leute, habt keine Angst vor solchen Leuten, da sind auch Menschen. Wir haben alle Herz. Pra. Sagen Sie Pra? Prach. Pra. Prach. So, schon ganz kurz. Niemals Dieselhosen kaufen, können auch kaputt gehen. Ja, da sehen Sie, die Leute sagen auch, vergiss es. Weil, guck mal, ich gehe so nach Hause, die denken, was ist das für ein Penner? Scheiße, Alter, ich bin aber kein Penner. Ich bin einfach der Renner. So, da geht es natürlich weiter, gehen andere Leute. Die quatschen wir natürlich auch voll. Guck mal, die gehen alle schon weg. Saul. Ah! Die wechseln die Straßenseite, gar kein Thema. Da gehen andere Leute. Hier ganz kurz. Keine Dieselhose kaufen, kann auch kaputt gehen. Gut, die ist gerade noch im Schlaf, so. Halbschlaf. Kann ja passieren, so. Nix. Schon gar keine Dieselhose kaufen, kann das kaputt gehen. Auch sehr beschäftigt Jungen und so. Weiter. So keine diese Hose kaufen, kann kaputt gehen. Saul, es geht einfach so weiter. Die Leute denken, oh, voll der smarte Typ. Egal, es geht weiter. So, meine Damen und Herren, wie gesagt, alle gucken mich wegen der Hose an. Die denken, was labert der? Jetzt habe ich einen im Bett. Bruder, pennst du oder was? Guck mal. Diese Hose kaputt, die ist das. Was sagst du dazu? Du bist ja voll am Pennen, ja? Gut, lass dich nicht stören. Gute Nacht. In diesem Sinne, Pra TV is all over the world. Pra. Oder nicht? Sau. Guck mal hier, Geschäftsmann. Keine diese Hose holen, die können auch kaputt gehen. Einen. Wie gesagt, die Leute sind ein bisschen schüchtern, aber gehört dazu, die denken, ja, hier besoffener hin und her. Da läuft auch jemand weg. Mäuschen, keine Angst, ich werde dich schon nicht voll quatschen. Alles cool, ich wollte nur wegen der Hose, ich fühle mich selber wie so ein Peter. Guck mal hier. Ich muss noch nach Hause, Alter, ich bin hier im Kölner Dom. Eine ganz kurze Frage. Ist das okay? Ja. Genau. Was denken Sie, Sie sehen mich jetzt so mit der Hose, was denken Sie? Schlecht. Warum? Ich wollte nur sagen. Ist modern jetzt. Genau. Ist von Diesel. Ich habe 150 Diesel bezahlt. Ich habe schon, Sie sind nicht der Einzige. Ich habe schon mehrere Leute gefragt. Und 150 lohnt sich einfach nicht, oder? Nee, das darf ja nicht sein. Absolut nicht, absolut. Dass die jetzt schon kaputt ist. Genau. Mehr wollte ich dich wissen. Ich bedanke mich. Problem. Ja, wünsche ich noch, ja? Nein, eBay nicht. YouTube. Alles gut, ja? Schönen Tag noch.
Ja, da hat der Herr natürlich auch gesagt. Ladies, ganz kurz. Ja. Was denkt ihr, wenn ihr mich so seht? Ja, was haben wir jetzt? Guck mal, holt niemals Dieselhosen. Ich mache immer so einen Move, zack. Wir sind gerade so fertig. Okay, kein Thema. Wir sind fertig. Fragst dich von was? Das lassen wir mal so stehen. Hotel.